Willkommen auf den Server von Lenko, den Hessensträuchen. Wir wollen in Zukunft ein paar Videos machen, um euch mal einen Einblick zu geben über diesen großen, tollen Server. Ihr werdet merken, es gibt eine unheimliche Vielfalt, darum werde ich es auch nicht schaffen, das alles in ein Video zu zeigen, noch nicht mal ein Gebiet teilweise. Wir werden beginnen am äußersten Ende, wo unser Mittelaltergebiet ist, und wir haben hier schon unseren ersten Baumeister, unser Manta, dort wo rohe Kräfte walten. Ganz toll, wir bauen auf und reißen nieder, Arbeit haben wir immer wieder. Ja, unser Manta, der hat wirklich viele tolle Ideen. Wir sehen hier, ist er gerade dabei, an einer Kathedrale zu bauen. Unheimlich viel Detailtreue drin, sehr viele tolle Einfälle, die er dort hat. Und hier scheinen ihm die Steine wieder mal nicht zu passen. Und er hat dort eine bessere Idee, die wir uns dann später nochmal anschauen werden. Ja, in der Höhe ist er auch schon ganz schön gegangen mit seinem Bau hier. Wenn ich das mal anschaue, das wird ein richtiges tolles Ding, würde ich mal sagen. Ja, dann machen wir weiter so, mein Freund. Gut, er hat aber auch schon einige Sachen ziemlich weit fertiggestellt. Und zwar seht ihr da drüben seine kleine Siedlung. Ich denke mal, dass wir uns die noch anschauen werden und zumindest mal einen kurzen Rundgang machen. Auch hier sehr viel Details wieder mit drin. Diese 3D Architektur sehr schön hervorgehoben. Ja, also mit viel Geduld. Hier der große Marktplatz, den er gebaut hat. Ja, ist natürlich mit den Pflaster dort, diese Muster erstmal hinzubekommen, sich das halt ausprobieren, dieser runde Brunnen dazu. Die ganze Menge Arbeit, die hier drin steckt, was kaum nachzuvollziehen ist. So, auch seine kleinen Kunstwerke, die er an den Häuserwänden dran hat, so wie hier oben zum Beispiel, die Symbolmalereien, die er hier vollbracht hat, einfach fantastisch. So, und nochmal hier, Herrliches Pflaster, schönes Muster gemacht, die Geduld hätte ich nicht. Und hier dieser tolle Brunnen mit dem Runddach da drauf. Fachwerkhäuser, schön angeordnet, passt alles wunderbar zusammen zu diesem kleinen Marktplatz hier, der in der Mitte dieser ganzen Sektion ist. Und da haben wir noch eine Markthalle, ein einmaliges Objekt mit unheimlich viel Mühe, die er dort reingesteckt hat, vor allen Dingen ins Glasdach. Ja. Schauen wir uns das mal von innen drin an. Drin ist noch nicht weiter ausgebaut, fehlt ja auch noch in dem Spiel ein bisschen mehr an Dekorationen und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, hier, das sind alles Objekte, die auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden. Ja, schaut euch das an, ist das nicht fantastisch? Ein ganz tolles Glasdach von der Konstruktion Stück für Stück aufgebaut. Ich weiß noch, mit vielen Problemchen und Schwierigkeiten, aber einfach super geworden. Daumen hoch für Manta. So, dann hat er angefangen da drüben auf diesen kleinen Hügel. Das war sein erstes kleines Häuschen. Und schon als er losging, wusste ich, ah, hier ist wieder ein richtig toller Baumeister bei uns am Werk. Schon so weit ausgebaut, dass die Tunnel schon in die nächsten Gebiete rein waren. Einmal dort dieser Tunnel und dann der Tunnel hier nach vorne ist noch weiter gesperrt. Da passiert dann demnächst, denke ich, auch noch einiges. Aber wie gesagt, Stück für Stück wächst dieser Server hier vor allen Dingen wirklich mit seiner Vielfalt vom Mittelalter bis hin zu den modernsten Bauten. So, schauen wir nochmal bei Manta seinen ersten Wohnblock rein. Tja,
Er wollte kein Klo im Haus und hier steht dafür ein richtig schöner Donnerbalken. Kennen wir noch alle aus Omas und Opas Zeiten. Gehen wir mal rum, da hatte er eigentlich, soviel ich noch weiß, voll rumexperimentiert und wollte noch ein bisschen an der Fassade, denke ich, was verändern. Aber wie wir sehen, ist es erstmal noch eine Baustelle. Bauarbeiter, die lassen aber auch alle drum liegen, ja. So, hier muss man auch stolpern. Also, Manta, erzieh mal deine Leute. Ja, eine herrliche Werkstatt. Material steht schon bereit für den weiteren Ausbau. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie da hoch noch kommen. Ich glaube, ich ging da vorne rum. Ja, hier geht's nach oben. Der Wohnbereich ist soweit auch schon eingerichtet. Hier vorne kann sich ausgeruht werden. Hier wird gefuttert. Und da hinten, ah, hier haben wir das Schlafzimmer. Sehr schön. Ja, das ist von Dekoartikeln zwar noch nicht allzu viel da, aber mit denen können wir schon eine ganze Menge veranstalten. So, wir gehen mal ein Stück weiter jetzt. Das war der Bereich von Manta. Von da aus kommen wir dann auf einen kleinen Feldweg lang. Dieser Feldweg, der führt einmal zu der Burg von mir. Da werden wir aber extra nochmal einen Rundgang machen. Vielleicht in der Folge 2 den ersten Stummfilm, den werde ich dort einfach nochmal neu vertonen. Dann kann ich ein paar Erklärungen dazu machen. Und in der Folge 3 dann anschließend gleich auch noch das Kloster, was da oben ist. Und das Kommerwerk. So, hier kommen wir auf der linken Seite in das Dorf, was wo Desi den Grundstein gelegt hat und begonnen hat, dieses Dorf hier wunderbar auszubauen. Diese große Gebäude hier, das wird das Museum für die Inneneinrichtung oder wie es innen drin aussieht, das Museum. Da kommen wir erst dazu, wenn es wirklich soweit alles fertig ist. Da muss noch einiges gemacht werden. Die ersten Ideen von Desi sind ganz fantastisch gewesen. Ihr werdet dort staunen. So, vor dem Museum, hier nochmal von vorne. Und vor dem Museum haben wir unseren kleinen Marktplatz. Wie gesagt, irgendwann können wir auch die ganzen Stände schön bestücken. So, die ersten kleinen Bauernhäuser, die wir hier haben. Und auf der rechten Seite hier unseren Stall. So, fehlen nur noch letztendlich ein paar Pferde hier drin und oben noch ein bisschen Stroh, was schon eingelagert ist. Und dann wäre das hier perfekt. Dieses Dorf ist natürlich erstmal noch im Aufbau gewesen und darum belegt mit vielen Handwerkern. Hier, denke ich mal, haben wir den Handwerker drin, der für alles Mögliche sorgt, für Werkzeuge, für Material und so weiter und so fort. So, hier wurde die erste Wohnung schon so ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, Desi hatte hier auch viel noch mit Postern gearbeitet. Das sieht dann natürlich alles noch ein bisschen besser aus. Leider kann man diese Poster noch nicht sehen. Aber irgendwann wird das natürlich auch noch kommen. So, drüben hat sie ein Haus gebaut im Wikingerstil. Und unten drinne natürlich auch wieder die Handwerker. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich bei dem Tischler sein. Der ist auch noch ein bisschen unordentlich, der lässt auch hier alle drum stehen und liegen. Aber zumindest leisten die gute Arbeit. Ja, und hier wieder ein komplett anderer Stil von Desi. Und
Hier sollte, denke ich mal, die Schmiede reinkommen. Und dann ist das Dorf komplett belegt, eigentlich mit Handwerkern. Kann nichts mehr schief gehen, also der weitere Ausbau ist damit gesichert, zumindest mit den Handwerkern. Beleuchtung schon überall vorhanden. Und hier kommen wir jetzt zu der alten Stadtmauer. Das ist so ein bisschen der Übergang hier bis ins nächste Gebiet. Da wird es dann schon etwas gemischter. Die Türen, das werden wir noch verändern. Ja, und hier haben wir eine kleine Kirche, so wie sie in jedes Dorf auch reingehört. Die Wege wurden hier nochmal verändert. Da musste nochmal nachgebaut werden. Ansonsten brechen sich die Leute hier die Füße. Gut, schauen wir mal vorne rum. Tja, an Tieren mangelt es uns hier nicht. Die hüpfen hier überall rum. So, da der nächste Tunnel zu einem weiteren Gebiet, wo wir hinkommen können. Und hier ist noch nicht weiter ausgebaut. Tja, der fühlt sich wohl auf den zukünftigen Friedhof. Die erste Grabstelle ist schon da. Mit der Zeit, denke ich mal, werden hier mehrere Dorfbewohner nach der Hufe hochreisen. So, hier wird es dann schon etwas moderner. Auch natürlich noch viel belegt mit Handwerkern. Ein Gebiet, das also bald mit vielen Wohnhäusern noch bestückt werden kann. An Handwerkern mangelt es uns nicht. So, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Reihe der Hessensträuche. Weiter geht's in einem Teil 2 mit der vertonten Burg, dem Kloster und nachher viele andere Gebäude noch. Ciao!